Hallo, wir kommen gleich auf ein Häppchen vorbei. Wären Eis und Gehörde, okay? Herzlichst, die Zombies. Also, Eis, okay, und Gehörne, ich weiß nicht, ob ich davon was da habe, aber mal schauen. Auf jeden Fall haben wir jetzt wieder ein kleines Speziallevel. War toll, dass so viele Grabfresser am Anfang kommen. Allerdings hätte ich auch gern mal wieder ein paar Pflanzen, die sich wehren können. Steht zumindest schon mal eine Grundverteidigung. Wenn wir so viele Eispilze zur Verfügung haben, dann sollten wir sie auch nutzen. Wenigstens wieder was für Notfälle. Sehr schön. Schon mal alle Gräber entsorgt. Zombies haben hier jetzt schon keine Chance mehr.
einfach mal sein. Ich liebe diesen Pilz. Zwei Football-Zombies gegeneinander. Wollen wir doch mal, ne? Und da kriegen wir das Seerosenblatt. Ermöglicht dir nicht, Wasserpflanzen darauf zu pflanzen. Ja, das ist eine Wasserpflanze. Denn jetzt geht es weg vom Vorgarten. Sieht aus, als hätten die Zombies genug von deinem Vorgarten. Jetzt wollen sie es hinten im Garten versuchen. Zu allem Übel kannst du diesmal keine Pilze benutzen. Die pennen tagsüber nämlich. Ist das nicht zu dämlich? Das ist der von mir angesprochene Nachteil der Pilze. Man kann sie tagsüber nicht wirklich benutzen. Will heißen, ab jetzt müssen wir wieder mit unseren Standardpflanzen arbeiten. Wobei das ja auch nicht schlecht ist, weil die haben wir in letzter Zeit ja ein kleines bisschen vernachlässigt. Das sollte für den Anfang erstmal reichen hier. Und jetzt haben wir die schöne Musik vom Pool-Level. Pool-Level sind toll, weil man hier diesmal 6 Reihen zur Verfügung hat. Heißt zwar auch, dass man eine Reihe mehr verteidigen muss, aber das nimmt man im Kauf dafür, dass man mehr Platz hat. Außerdem gibt es für den Pool ein paar von den genialsten Pflanzen. Auf dem Wasser kann ich nur Seerosenblätter momentan pflanzen. Später kriege ich auch noch ein paar andere Wasserpflanzen. Und dafür fallen jetzt auch wieder normal die Sonnen vom Himmel, weil es ja dafür wieder Tag ist. Alles seine Vor- und Nachteile. Schön die Hagelzuckererbsen dorthin machen, wo die Pylonen kommen. Wir kennen das Spiel hier mittlerweile. Finde ich aber nicht, dass der zweite Pylonenzombie genau dort kommt, wo der erste auch war. Insgesamt hat man zwar jetzt 6 Lanes zu verteidigen, dafür allerdings sieht man davon meistens nur 4, zumindest in den ersten paar Minuten immer nur. Dafür kommen in der Mitte, also im Pool, kommen die Zombies immer erst relativ spät.
alles in der Mitte auch dementsprechend schwierig ist, eine Verteidigung aufzustellen, weil dort die Pflanzen alle wegen dem Seerosenblatt 25 Sonnen mehr kosten. Und da kommt schon die letzte Welle. Auch so eine kleine Besonderheit an den Pool-Levels. Wenn die letzte Welle kommt, dann kommen irgendwo random im Pool tauchen zwei Zombies auf. Und das können irgendwelche Zombies sein. Die können auch Pylonen-Zombies oder später sogar Eimer-Zombies sein. Es müssen nur Zombies sein, die auch schwimmen können, weil schwimmen können nicht alle. Ich glaube, im Wasser kommen nur eine Handvoll Zombies, die normalen Zombies mit Schwimmreifen, also Schwimmreifen haben sie dann alle. Die Pylon-Zombies und die Eimer-Zombies können auch im Wasser kommen. Und sonst gibt es noch ein paar Zombies, die wirklich nur im Wasser kommen. Der Matschkürbis haben wir da auf jeden Fall bekommen, der zermatscht Zombies. Hey, willst du einen zusätzlichen Samenplatz kaufen? Kostet 5000, aber du kannst in jedem Level unter 8 statt nur 7 wählen. Findest du das? Okay, wir haben 5000 zusammengepackt. Das heißt, ab jetzt gibt's 8 Pflanzen jedes Mal zur Auswahl. Und da sind unsere guten alten Freunde, die Football-Zombies, schon wieder dabei. Die können übrigens zum Glück nicht im Pool kommen. Na, da können wir schon alles bis auf 2 Pflanzen mitnehmen. Aber es gibt zum Glück immer einen Weg, um bestimmte Zombies abzuwehren. Schon wieder. Der darf wieder in die Kartoffelmine reinrennen. So. Damit wäre die Sonnenproduktion schon wieder am Laufen. Die Zombies nicht weiter aufhalten muss, kann ich jetzt damit anfangen, die Verteidigungslinien auszubauen. Ich kann ja theoretisch die ersten paar Kartoffelminen reinrennen lassen und mit Matschkörben dann den Rest erledigen, was sonst noch kommt. Matschkürbisse funktionieren nämlich eigentlich wie Kartoffelminen, nur mit dem Unterschied, dass sie sofort bereit sind. Das heißt, man muss sie nicht lange im Voraus planen. Freigeschaltet. Das ist doch schön. Es gibt übrigens später noch einen 9. und einen 10. Samenplatz, den man sich kaufen kann. Der 9. kostet, also die letzten 2 sind allerdings sehr, sehr teuer. Ihr habt schon gesehen, der 2. hat schon wesentlich, also der 8. hat schon wesentlich mehr gekostet als der 7. Der 7. gab es ja für einen Spottpreis. Gerade mal 750 Euro.
zweite war mit 5000 Euro schon wesentlich teurer. Der nächste, also der 9. kostet, soweit ich es in Erinnerung habe, 20.000 Euro. Also das Vierfache vom 8. Und der 10. kostet 80.000. Aber mit 10 Samenplätzen ist man dafür sehr gut bedient. Die braucht man aber irgendwann auch. Die Zeitungszombies. Aber eine Hagelzuckererbse stoppt den schon ziemlich gut. Ich bin jetzt am Überlegen, ob ich noch ein paar Duplinatoren hinbauen soll. Aber warum eigentlich nicht? Weil da oben gerade ein Eimer-Zombie kommt. Dieses Bombardement sollte eigentlich ausreichen, um einen Eimer-Zombie kaputt zu kriegen. Boah, reicht sogar locker. Duplinatoren machen da schon einen guten Job. Oh, es kommt ein Eimer-Zombie im Pool. Gut, dass ich überall meine Hagelzuckererbsen habe. Euro für jedes abgeschossene Level, weil es hier auch schließlich 6 Rasenmäher gibt. Zumindest sofern alle Rasenmäher am Schluss noch stehen. Erklärt sich von selbst, ne? Ein Football-Zombie. Mal schauen, ob wir den aufhalten können. Auf jeden Fall will ich den hier erstmal weghaben. Eimer-Zombie so nah an den Pflanzen dran. Nicht gut. Der Football-Zombie kommt trotz allem durch. Und da gibt's eine schöne neue Pflanze.